Der Canyon ist ein idyllisch gelegener Steinbruch in der Nähe von Haldensleben. In diesem See soll ein riesiger Wels seit längerem sein Unwesen treiben. Manche Anwohner haben sogar Angst, ihren Hund ins Wasser zu lassen. Denn es stand ja auch schon des Öfteren in den Medien, Killerwels frisst Dackel. Was ist dran an der Geschichte von dem Wels aus dem Canyon? Dieser Sache wollte ich mal im wahrsten Sinne des Wortes auf den Grund gehen. Einen Wels aufzuspüren gelingt nur selten, also mache ich mich auf die Suche, die auch mehrere Tauchgänge in Anspruch nahm. Hier im Canyon treffe ich noch andere Bewohner, wie zum Beispiel diesen großen Karpfen oder eine Schleie, die sich auf dem Grund duckt, in der Hoffnung, dass sie nicht entdeckt wird. Da ist er. Ich habe ihn endlich gefunden. Mann, ist das ein Brocken. Ich schätze ihn so auf 1,5 Meter. Der Wels oder auch Waller genannt ist der größte reine Süßwasserfisch Europas. Er besteht eigentlich nur aus einem monströsen Kopf und einem nicht minder gigantischen Maul, in dem man angeblich auch schnell mal einen Dackel versenken könnte. Der Körper ist langgestreckt, fast schlangenartig. Die Haut ausgesprochen schleimig. Die Fische passen sich im Jahresverlauf in ihrer Aktivität stark an die Temperatur und die Verfügbarkeit von Beute an. Im Frühjahr, nach der Winterruhe, sowie im Spätherbst, nach dem Ableichen, sind sie am aktivsten. Also sind jetzt im Herbst die Bedingungen dafür am besten. Wälse sind dämmerungs- und nachtaktiv und deshalb selten tagsüber zu sehen. Sie graben sich auch öfter im Schlamm ein und oft hilft auch nur der Zufall, sie zu entdecken. Wälse sind opportunistische Raubfische, die als Beute nahezu alles annehmen, was von der Größe her bewältigt werden kann. Sie ernähren sich von lebenden und toten Fischen, aber auch von Wirbellosen und gelegentlich auch von kleinen Wasservögeln und Säugetieren, die an der Wasseroberfläche schwimmen. Ich komme zum Entschluss, dass der Wels gar kein Monster ist. Nur seine Größe kann einen ganz schön erschrecken.